So, meine Damen und Herren, die kleine Pause ist schon wieder vorbei und ich begrüße zwei neue Gesprächspartner zum Thema Zivilgesellschaft. Was ist mit den Bürgerinnen und Bürgern in dieser Pandemie los? Zwischen Solidarität und Egoismus, Disziplin und Entnervung haben wir mal nur zwei mögliche Alternativen formuliert. Es gibt vielleicht auch noch anderes zu beobachten. Ich begrüße herzlich Professor Edgar Grande, ein Schwabe, wie man gleich hören wird. Er ist Politikwissenschaftler, hat übrigens auch, was ich dann nachgelesen habe, empirische Kulturwissenschaft in Tübingen studiert, was mich daran erinnert, dass ich ja auch mal Kulturwissenschaft studiert habe, aber nicht als empirische, sondern eher so als marxistische Kulturwissenschaft oder wie auch immer. Mit einem gewissen programmatischen Anspruch war das damals in der DDR verbunden. Er ist Professor für Politikwissenschaft, auch tätig am WZB, am Wissenschaftszentrum Berlin und seit 2017 Gründungsdirektor des Zentrums für Zivilgesellschaftsforschung, also der zuständige Fachmann für unser Thema. Und als zweiten begrüße ich Dr. Thomas Röpke aus Nürnberg. Er ist, hat da selbst studiert, politische Wissenschaft, Soziologie und neuere Geschichte und schon promoviert zu dem Thema, das ihn seitdem nicht mehr losgelassen hat, nämlich bürgerschaftliches Engagement und da in selbstverwalteten Jugendzentren. Das ist sein Lebensthema geworden, sein Berufsthema, Praxis und Theorie des Ehrenamtes, des Freiwilligenmanagements. Dazu hat er auch viele Veröffentlichungen gemacht und ist seit langer Zeit schon Geschäftsführer des Landesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement Bayern und auf diesem Felde ein richtiger Hans Dampf in allen Gassen, so habe ich ihn jedenfalls kennengelernt in Berlin und das ist ein kleines Stückchen weg von Bayern. Also seien Sie herzlich willkommen. Die Fragerichtung ist klar. Zuletzt haben wir über die Kirchen und die Christenmenschen geredet und davor über Gesundheitspolitik, das Gesundheitssystem und auch über ethische Grundfragen, philosophische Grundfragen gesprochen. Jetzt soll es um die Bürgerinnen und Bürger gehen in dieser Pandemie. Und da gibt es ja viele Beobachtungen. Ich gehöre nicht zu denen, die jammern, sondern die zunächst einmal sagen, ich staune über die Solidaritätsbereitschaft und die Disziplin einer großen Mehrheit in dieser Gesellschaft. Aber wir sehen natürlich auch die anderen, die viel mehr Lärm machen, die sichtbarer sind, die auf die Straße gehen und die gegen alles Mögliche demonstrieren und die sich zusammentun, um das Wort zusammenrotten zu vermeiden. Wir haben ein widersprüchliches Bild und über dieses Bild und die Motive und Gründe der Menschen müssen wir reden und deswegen beginnt Edgar Grande, der ja gewissermaßen zuständig ist und wie ich weiß, auch eine Studie gemacht hat, eine Untersuchung zu den Protestierenden. Er hat als erster das Wort. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und mit der Bildmetapher haben Sie auch schon das Stichwort gegeben für das, was ich Ihnen präsentieren will, nämlich drei Bilder der Zivilgesellschaft in der Corona-Pandemie. Und ich versuche jetzt, eine Präsentation hochzuladen. Das scheint mir aber, wie ich das sehe, nicht zu gelingen. Und wenn dem so ist, dann werde ich auf diese Präsentation verzichten und meinen kurzen Impuls auch ohne Tabellen und Schaubilder zeigen. Ich werde Ihnen drei Gesichter der Zivilgesellschaft in der Pandemie kurz porträtieren. Das solidarische Gesicht, das Wolfgang Thierse eben schon erwähnt hat, das frustrierte Gesicht,
auch eine wichtige Rolle spielte, und das empörte Gesicht. Ich will dann einen Ausblick wagen auf ein neues Gesicht der Zivilgesellschaft. Wir haben ja heute auf dieser Tagung immer auch die Frage diskutiert, was kommt nach der Pandemie. Ich will einsteigen mit dem Beginn der Pandemie und den Erwartungen und Befürchtungen im Zusammenhang mit der Zivilgesellschaft zu Beginn der Pandemie. Auffällig ist, dass wir zu Beginn der Pandemie im März und April des letzten Jahres beides fanden, große Hoffnungen und große Befürchtungen. Die großen Hoffnungen wurden exemplarisch im Strategiepapier des Innenministeriums von Mitte März 2020 formuliert. Da finden wir drei Feststellungen, die für unseren Zusammenhang sehr wichtig sind. Erstens: Die gegenwärtige Krise durch Covid-19, so heißt es, hat das Potenzial, das Vertrauen in die demokratischen Institutionen in Deutschland nachhaltig zu erschüttern. Dem kann und muss entgegengewirkt werden. Und die entscheidende, die spannende Frage ist natürlich, wie. Und da ist jetzt die zweite Feststellung für uns wichtig. Neben umfassender Information und Aufklärung von Seiten staatlicher Behörden ist der Staat in besonderer Weise auf die zivilgesellschaftliche Solidarität angewiesen. Es ist die Zivilgesellschaft. Das ist die Antwort auf die Frage, die Sie heute Vormittag gestellt hat. Wie kann man so drastische Maßnahmen in einem demokratischen System durchsetzen? Die Antwort, die hier gegeben wird, mit Unterstützung, nur mit Unterstützung der Zivilgesellschaft. Und der letzte Satz dieses Papiers lautet: Nur mit gesellschaftlichem Zusammenhalt und gemeinsam distanziert voneinander kann diese Krise nicht nur mit nicht allzu großem Schaden überstanden werden, sondern auch zukunftsweisend sein für eine neue Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft. Zukunftsweisend sein für eine neue Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft. Zugespitzt formuliert: Auf die Zivilgesellschaft kommt es an. Das ist die eine Seite. 4 Wochen später kann man in einer Stellungnahme der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften, lesen: Die aktuellen Maßnahmen zur Verlangsamung der Ansteckungen führen zu einer empfindlichen Schwächung der Zivilgesellschaft. Die Aktivitäten der Vereine, von Sport- und Kulturvereinen über Freundes- und Fördervereine bis zu den Basisorganisationen des politischen und kirchlichen Lebens, sind größtenteils eingestellt. Große Bereiche der organisierten Zivilgesellschaft existieren aktuell lediglich in digital geknüpften Netzwerken in geschrumpfter Form. Die Zivilgesellschaft, nach diesem Befund, droht eines der großen Opfer dieser Pandemie zu werden. Und die Frage, die sich im Anschluss daran natürlich stellt, ist, welche Rolle die Zivilgesellschaft nun tatsächlich in dieser Pandemie gespielt hat. Und ob sie sich von einer solchen Schwächung tatsächlich wieder erholen kann. Würde der Zivilgesellschaft durch die Pandemie tatsächlich Kraft, nachhaltig Kraft entzogen? Dazu jetzt meine Ausführungen. Erstens: Das erste Gesicht der Zivilgesellschaft, das wir sehen und das zu Beginn an immer auch betont worden ist, ist das solidarische Gesicht der Zivilgesellschaft. Die Befunde zeigen, die Solidarität hat zugenommen. Nicht nur in Deutschland, auch in anderen westlichen Industrieländern hat die Solidarität zugenommen. Aber sie hat auf eine ganz eigentümliche Weise zugenommen, auf eine ganz bemerkenswerte. Sie hat nach innen zugenommen. Und nicht nach außen. Sie hat nach außen abgenommen. Also gegenüber anderen Ländern, gegenüber anderen Gesellschaften. Das, was Lauterbach heute früh beklagt und zu Recht kritisiert hat, zeigt sich auch in diesen Befunden. Zunahme Solidarität, aber nach innen. Wir helfen, wir haben geholfen, aber wir helfen vor allem uns. Und das kann man, eine Studie, die wir in unserem Zentrum durchgeführt haben, aus einem laufenden Projekt, zeigt eine repräsentative Befragung, sehr gutes Profil dieser neuen Solidarität. Erstens: Wolfgang Thierse hat es in der Einleitung schon erwähnt, etwa 60% der Befragten haben geholfen, haben Menschen außerhalb des eigenen Haushalts geholfen.
Das sind in meiner Sprache die neuen Helfer. 25% davon haben im Rahmen ehrenamtlichen Engagements oder in Form von Spenden geholfen. Interessant ist für das, zur Einordnung dieser neuen Solidarität, wem denn da geholfen wurde. Mehr als 80% haben Familie und Freunden geholfen. Knapp die Hälfte haben Nachbarn geholfen. Nur 15% haben Personen geholfen, die man vor der Krise nicht kannte. Ein ganz anderes Bild des Helfens, als wir das in der sogenannten Flüchtlingskrise, in der damaligen Willkommenskultur hatten. Auffällig ist auch, und das Entscheidende in diesem Zusammenhang ist, dass es ganz offensichtlich die Einbettung in die Verfügbarkeit von bestehenden sozialen Netzwerken ist, die ganz entscheidend darauf Einfluss hat, ob man Hilfe erhalten hat in dieser Pandemie. Daraus, es zeigt sich auch in dieser Umfrage, dass etwa 10% der Befragten mehr Hilfe benötigt hätten, aber nicht erhalten haben. Aus verschiedenen Gründen. Nicht zuletzt auch, weil ihnen diese soziale Einbettung fehlte. Und es zeigt sich, wenn man sich dann genauer anschaut, von wem Hilfe erhalten wurde, dass der Großteil dieser Hilfe eben tatsächlich von Nachbarn und Freunden gekommen ist. Der Beitrag der organisierten Zivilgesellschaft zu diesem solidarischen Handeln hält sich in engen Grenzen. 17% der Hilfe kam von der organisierten Zivilgesellschaft. Vor dem Hintergrund des Befundes der Leopoldina, dass die organisierte Zivilgesellschaft stillgestellt war in dieser Pandemie aufgrund der Maßnahmen, überrascht es nicht. Das heißt aber für uns nur, ja, wir haben eine neue Solidarität erfahren in dieser Pandemie, aber die Stützen dieser Solidarität liegen offensichtlich nicht in erster Linie in dem, was wir unter organisierter Zivilgesellschaft verstehen. Zweiter Punkt, das zweite Bild. Die organisierte Zivilgesellschaft, das frustrierte Bild der Zivilgesellschaft. Die Studien, die es inzwischen dazu gibt, sind alle sehr eindeutig. Es gibt eine ganze Reihe von Organisationsbefragungen und das Bild ist eindeutig. Die Auswirkungen der Pandemie waren nicht nur im April 2020 negativ, sie sind es über die ganze Pandemie, über alle Lockdowns hinweg geblieben. Unsere eigene Befragung zeigt, dass 3/4 der befragten Organisationen angegeben haben, dass die Folgen der Pandemie eindeutig negativ oder sehr negativ wären. Es gibt nur ganz, ganz wenige, die keine negativen Auswirkungen gespürt haben, die das positiv verortet haben. Wenn man sich einzelne Bereiche anschaut, dann wird das weiter akzentuiert und konkretisiert. Eine Studie der Deutschen Sporthochschule in Köln zu den Auswirkungen der Pandemie auf Sportvereine, die im Zusammenhang mit gesellschaftlichem Zusammenhalt besonders wichtig sind, macht das sehr deutlich. Sie kam im März diesen Jahres zu dem Ergebnis, dass jeder zweite Sportverein in den kommenden 12 Monaten, also im Laufe des Jahres 2021, eine existenzbedrohende Lage erwartet. Und der Anstieg der Vereine, die eine solche existenzbedrohende Lage befürchten, hat zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown deutlich zugenommen. Und die Ursachen sind relativ offensichtlich und naheliegend. Es ist erstens ein Mitgliederrückgang. 40% der befragten Vereine beklagen einen Mitgliederrückgang aufgrund der Pandemie. Zweitens ein pandemiebedingter Rückgang an Ehrenamtlichen. Mehr als ein Drittel der Befragten beklagen einen solchen pandemiebedingten Rückgang von Ehrenamtlichen. Und hinzu kommen schließlich auch noch finanzielle Engpässe aufgrund fehlender Eintrittsgelder, fehlender Spenden, der fehlenden Möglichkeit, Veranstaltungen durchzuführen. Also, das dritte Beispiel sind Helfervereine, sind die ganzen Organisationen, freiwilligen Initiativen, die im Bereich der Geflüchteten tätig waren.
Dazu haben wir ein Projekt, dazu haben wir eine ganze Reihe von Interviews mit Ehrenamtlichen, mit Organisationen durchgeführt. Und der Bereich ist deshalb besonders spannend, weil in diesem Bereich direkte Kontaktmöglichkeiten besonders wichtig sind, die Bedürftigkeit besonders groß ist und der Zugang besonders zu den Unterkünften besonders rigoros verhindert worden ist. Also ein Bereich, in dem sich die Probleme wie im Brennglas zeigen. Es zeigt sich natürlich auch, was uns nicht überrascht, dass digitale Kommunikationsmöglichkeiten kein Ersatz in dieser Situation waren, dass sie zwar genutzt wurden, wo das möglich ist, dass aber zum einen die technische Infrastruktur vielfach nicht vorhanden war und dass zum anderen aber auch diese technischen Möglichkeiten emotionale Bindungen, also Miteinander im Helfen, in keiner Weise ersetzen konnten. Konsequenz dessen ist nun, dass wir typische Reaktionen in diesem Bereich finden, die sich meines Erachtens verallgemeinern lassen. Erstens ein Rückzug von Mitgliedern aus Risikogruppen, das gibt insbesondere von Älteren aus dem Engagement. Zweitens vielerlei Versuche des Umstiegs, der Neuorientierung, des Versuchs, neue Engagementfelder für sich zu entdecken, ob das die Nachbarschaftshilfe ist, ob das die Betreuung von schulpflichtigen Kindern ist und so weiter und so fort. Und drittens und für uns besonders wichtig, Corona als Chance zum Ausstieg aus dem Engagement. Noch nie war die Chance zum Ausstieg aus dem Engagement so günstig wie in der Corona-Pandemie. Das betrifft all die erschöpften, ermüdeten, frustrierten, überforderten Ehrenamtlichen, die es natürlich im Bereich der Zivilgesellschaft auch gibt. Deswegen ist eine der großen Befürchtungen, die immer wieder geäußert worden ist, dass einige Ehrenamtliche nach Corona nicht mehr zurückkommen. Eine der großen Herausforderungen, eine der großen Aufgaben darin besteht, Wege zu finden, diese Rückkehr zu ermöglichen, diese Rückkehr zu erleichtern. Der letzte Punkt, der dritte Punkt, das dritte Bild, das sich zeigt, ist das Bild einer empörten, einer zornigen Zivilgesellschaft. Corona hat 2020 und darüber hinaus die Protestlandschaft in Deutschland geprägt. Wichtig ist, dass unsere Umfragen zeigen, dass die Mobilisierung für das Mobilisierungspotenzial für diesen Protest bei weitem nicht so gering ist, wie Jens Spahn das heute früh angenommen hat. Die gängige Vorstellung, das sind einige wenige Extreme, die ist fatal irreführend und falsch. Unsere Zahlen zeigen sehr deutlich, dass das Mobilisierungspotenzial für diesen Protest über den ganzen Zeitraum hinweg vom Frühsommer des letzten Jahres bis in die Gegenwart mehr oder weniger konstant bei 20-25% liegt. Jeder Fünfte hat Verständnis für diesen Protest. Jeder Zehnte würde an solchen Demonstrationen teilnehmen, wenn sie in seiner Nähe stattfinden würden. Unsere Daten zeigen auch, dass in diesem Mobilisierungspotenzial die Extreme zwar besonders stark vertreten sind. Etwa jeder Achte verortet sich selbst auf der gängigen Rechts-Links-Skala entweder extrem links oder mehrheitlich extrem rechts. Aber wenn man sich die Verteilung der Befragten insgesamt anschaut, dann stellt man fest, die unterscheiden sich von der Kontrollgruppe, derer, die kein Verständnis haben, nur unwesentlich, und sie verorten sich überwiegend in der Mitte. 60% derjenigen, die Verständnis für den Corona-Protest haben, verorten sich in der Mitte. Es sind nicht nur die Extreme. Und wenn man sich dann anschaut, wie sich dieses Protestpotenzial politisch verortet, dann sind drei Dinge auffällig. Erstens, mit Ausnahme der AfD, finden sich die im Bundestag vertretenen Parteien in diesem Protestpotenzial kaum wieder. Es gibt zwei große Gruppen, die sich in diesem Potenzial finden. Das eine sind Wähler der AfD, etwa 30%, aber
viel spannender und viel wichtiger ist die zweite große Gruppe. Das sind diejenigen, die nicht wählen bzw. sich nicht von dem im Deutschen Bundestag Vertretern und Parteien, einschließlich der AfD, repräsentiert finden. Zwei Drittel dieses Mobilisierungspotenzials finden sich von den Parteien, die mit der Rümmel vermutlich unter den Verfassungsbogen fassen würde, nicht vertreten. Wenn man dann noch hinzunimmt, dass das Hauptmotiv für das Verständnis für diesen Protest zum einen das Misstrauen in Staat und Regierungen sind und zum anderen die Gefahr der dauerhaften Einschränkung bürgerlicher Freiheitsrechte, dann muss man zu dem Ergebnis kommen, dass das, was sich in diesem Corona-Protest insbesondere bewegt, eine, wie ich sagen würde, misstrauische, von den etablierten Parteien nicht repräsentierte politische Mitte. Das ist eine ganz spannende Frage, wie man mit diesem, Problem umgeht. Vor allem dann, wenn man hinzudenkt, dass, und das zeigen unsere Daten auch, dass dieses Protest, dieses Mobilisierungspotenzial ein erhebliches Radikalisierungspotenzial besitzt. So, damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Die Frage, die sich uns natürlich stellt, ist, wie geht es mit der Zivilgesellschaft weiter? Werden wir nach der Pandemie wieder das alte, vertraute Gesicht der Zivilgesellschaft mit all seinen Schrammen und so weiter sehen? Und meine These, meine Schlussthese, die ein Stück weit anschließt an das, was wir gerade eben gehört haben, lautet nein. In der Corona-Pandemie, die Corona-Pandemie hat Entwicklungen in der Zivilgesellschaft beschleunigt, die insgesamt dazu führen, dass sich ein neues Gesicht der Zivilgesellschaft herausbildet. Die schleichenden Veränderungen, von denen Christine Liebermann gesprochen haben, die wurden nicht nur beschleunigt, die wurden auch noch zusätzlich akzentuiert, sodass sich auch die ganze Widersprüchlichkeit von Zivilgesellschaft in besonderer Weise entwickeln, entfalten wird. Es zeichnen sich eine ganze Reihe von Entwicklungstendenzen ab, die alle gleichzeitig und aufeinander reagierend, sich gegenseitig behindernd und beschleunigend die Entwicklung der Zivilgesellschaft weiter vorantreiben werden. Alle gemeinsam haben sie, dass formale Organisationen in der Zivilgesellschaft an Bedeutung verlieren, dass der Strukturwandel der Zivilgesellschaft, den wir seit langer Zeit beobachten, der Bedeutungsverlust von formalen Organisationen, ob das Kirchen, Parteien, Gewerkschaften sind oder ob das die alten Wohlfahrtsverbände sind, dass der weitergehen wird und dass eine Entwicklung beschleunigt wird, die man als Informalisierung der Zivilgesellschaft bezeichnen kann. Zweite Entwicklung. Erstens Informalisierung. Die zweite Entwicklung würde ich als Retraditionalisierung bezeichnen. Wenn die Entwicklung, die ich angedeutet habe im ersten Gesicht mit der neuen Solidarität, sich so verfestigt und fortsetzt, dass Nachbarschaften und Familien wieder eine größere Bedeutung kommen. Also wenn man so will, traditionale Formen von Vergemeinschaftung, dann wird ein Trend umgekehrt, den Christine Lieberknecht vorhin noch betont hat. Der gleichzeitige Bedeutungsverlust von Kirche und Familie. Vielleicht das eine, aber nicht unbedingt das andere. Und nicht unbedingt in genau der gleichen Weise. Hinter dem steht dann, wenn man so will, das, was auch unter neuem Tribalismus und so weiter oder ein Stück weit gefasst werden kann. Wir finden drittens Tendenzen zur Individualisierung, aber in unterschiedlicher Weise. Nicht in erster Linie als Vereinzelung, so wie es eben angedeutet worden ist. Also ein Trend hin zu den neuen Singularitäten, sondern auch im Sinne von neuen, individuelleren Formen des Helfens. Die neuen Helfer sind in diesem Sinne individueller, weniger eingebunden,
In dem Zusammenhang spielt Digitalisierung dann eine wichtige Rolle. Digitale Plattformen, soziale Medien und so weiter, über die diese neuen Helfer dann zusammengeführt, koordiniert und so weiter. Also neue Formen von Engagement, also wenn man so will, eine Zuspitzung dessen, was wir schon als Informalisierung bezeichnet haben. Und wir finden auch Entwicklungen hin zu einer stärkeren Politisierung, und zwar in beide Richtungen. Die Spaltung der Zivilgesellschaft durch Corona-Protest und anderes ist das eine. Aber wir finden natürlich auch eine stärkere Politisierung von Zivilgesellschaft aus anderen Gründen und in anderen Bereichen. Die Fußball-Europameisterschaft hat das jetzt die letzten Tage sehr schön gezeigt. Wir haben nationalistische Äußerungen, wir haben den Kniefall der Mannschaften von England und Schottland. Wir haben die Greenpeace-Aktion in München. Bela Reti hat vor diesem Spiel schon gesagt, gibt es denn kein normales Fußballspiel mehr? Wir werden sehen, wie es jetzt heute Abend um 6 sein wird. Aber das Entscheidende ist, dass all das zu diesem neuen Gesicht, zu diesem neuen Bild von Zivilgesellschaft gehören wird. Also, zugespitzt formuliert, durch die Corona-Pandemie wurde und wird der Wandel von Zivilgesellschaft beschleunigt. Wenn diese Pandemie und die Art und Weise, wie die Zivilgesellschaft von dieser Pandemie betroffen wurde und in diese Pandemie eingebunden wurde, in die Bewältigung dieser Pandemie eingebunden wurde, tatsächlich richtungsweisend, beispielhaft ist, dann sehen wir ein sehr widersprüchliches, ein sehr offenes, ein sehr vielfältiges Bild. Es kann in alle Richtungen weisen, eine Schwächung des Zusammenhalts, gesellschaftlichen Zusammenhalts, genauso wie in eine Intensivierung gesellschaftlicher Konflikte und neue Formen von Solidarität und Engagement. Die Zukunft ist wie immer offen. Danke. Dankeschön. Und nun Thomas Röpke. Mit den eigenen Erfahrungen aus der organisierten. Das heißt, ich kann vieles, was Edgar Grande sozusagen aus wissenschaftlicher Perspektive sagt, natürlich auch aus, sagen wir mal, eigener, vielleicht auch Anschauung, vielen Kontakten mit Ehrenamtlichen bestätigen. Bei manchen Dingen würde ich sagen, ja, da kann Corona vielleicht einen gewissen Beschleunigungseffekt gegeben hat, aber da gibt es einfach Tendenzen auch im bürgerschaftlichen Engagement, die schon davor da waren. Bei der politischen Dimension, da würde ich ganz gern dann vielleicht nochmal einen Halt sagen, weil ich glaube, das halte ich ja für ein bisschen zu steile These, wenn man das der Zivilgesellschaft sozusagen aufbürdet, weil ich glaube, vielleicht ist es nochmal am Anfang ganz gut zu sagen, von was reden wir. Ich rede erstmal vom bürgerschaftlichen Engagement. Bürgerschaftliches Engagement ist ein weites Feld. Wir haben die Kirchen, das hat Herr Bischof Rupp ja schon sehr deutlich mit dem Ehrenamt verbunden. Wir haben den Sport, nicht nur die Weltmeisterschaft oder Europameisterschaften, sondern genau diesen ganzen Amateursport. Wir haben auch Fridays for Future und Occupy oder was auch immer an Initiativen. Und das alles in allem sind es über 30 Millionen Menschen, die in Deutschland engagiert sind. Wenn man heute jetzt in dem Sinn Zivilgesellschaft nimmt, die dann vielleicht sozusagen Impfskeptiker sind oder Corona-Leugner, dann glaube ich, ist das möglicherweise ein mediales, verzerrtes Bild. Und da wäre ich schon sehr sozusagen vorsichtig, das mit Zivilgesellschaft sozusagen in Verbindung zu bringen. Da hätte ich, sagen wir mal, einen gewissen Einspruch. Zivilgesellschaft meint für mich jetzt im Kern wirklich dieses bürgerschaftliche Engagement und dass da noch ein anderer Bereich in Gesellschaft entsteht, der natürlich in die Öffentlichkeit, in die Demokratie hineinragt, aber natürlich so ein gewisses auch Korrektiv und gegenüber von Staat und Wirtschaft bedeutet. Also in diesem Rahmen möchte ich davon sprechen. Wenn man Zivilgesellschaft in den letzten 10 Jahren vielleicht da verfolgt, dann kann man sehen,
wir haben sehr unterschiedliche Aspekte. Also wir hatten die sogenannte Flüchtlingskrise 2015, wir haben aber auch solche Flutkatastrophen gehabt 2002, 2011. Und in diesen Kontexten war bürgerschaftliches Engagement immer sozusagen heroisch konnotiert. Die Corona-Krise ist von anderem Kaliber. Also ich glaube, da kann ich Edgar Grande sehr gut zustimmen. Die Zahlen, jetzt nicht nur des WZB, es gibt andere Untersuchungen, zeigen sehr deutlich, Corona hat die zivilgesellschaftlichen Organisationen massiv unter Druck gesetzt, von Mitgliedsschwund beim Sport bis hin zu natürlich Situationen, ich kann als Kulturinitiative keinen Auftritt mehr machen. Ich habe in unserem Landesnetzwerk auch eine kleine Umfrage gemacht, Selbsthilfekontaktstellen sagen, nein, Selbsthilfegruppen konnten sich nicht treffen, weil gerade dieser sozusagen intime Nahprozess, der da auch wichtig ist, nicht mehr stattfinden konnte. Das kann man nicht durch Zoom-Konferenzen ersetzen. Wir haben Seniorenbüros, die nicht mehr in die Besuche in Altenheimen gehen konnten. Und das konnte man auch nicht digitalisieren, weil die Altenheime schlicht kein WLAN hatten. Also da haben eigentlich schon wirklich viele etwas verloren. Diese akute Situation, ja, es gab auch Solidarität, es gab auch Nachbarschaftshilfen, aber ich glaube, das Interessante dabei ist, das stimmt schon auch, die waren auch sehr stark innenorientiert an denen, wie Edgar Grande sagt, Menschen, die man ja schon kannte. Die Initiativen, die sich nach außen gewandt haben, haben aus verschiedenen Gründen nicht so gut funktioniert, wie man gedacht hat. Also vielleicht wollte man einfach auch keinen Fremden da jetzt reinlassen in dieser ansteckenden Situation. Vielleicht hat sich auch einer oder andere gesagt, nee, einkaufen gehe ich lieber selber. Das ist mein einziger Kontakt, den ich vielleicht noch zur Außenwelt habe. Da brauche ich jetzt keinen Ehrenamtlichen. Also das heißt, wir hatten auf der einen Seite eine hohe Bereitschaft, sich zu engagieren, aber die wurde nicht unbedingt abgerufen. Also das war auch ein Befund. Ich glaube, das zeigt diese zwiespältige Situation. Man hat aber auf der anderen Seite vielleicht auch das Potenzial der Zivilgesellschaft politisch nicht abgerufen. Ich möchte mal an eine Dimension erinnern. Wir haben sehr viele Menschen, die sich in Bildungspatenschaften engagieren, nicht nur seit der Flüchtlingszeit, sondern schon auch davor und daneben. Man hätte natürlich auch im Sinne der Bildungsgerechtigkeit diese Menschen zur individuellen Unterstützung vielleicht abgehängter Schülerinnen und Schüler nutzen können. Die Kultusbürokratie, aber auch die Schulen hatten sicher andere Prioritäten, aber sie haben da, glaube ich, schon auch ein gewisses Potenzial, was das bürgerschaftliche Engagement hätte geben können, verpasst. Und jetzt gibt es ja das sogenannte Nachholpaket des Familienministeriums mit 2 Milliarden. Es wurde jetzt auf langen Wegen zumindest mal ermöglicht, dass 30 Millionen davon sozusagen auch in Strukturen gehen, eben im Sinne der jetzt vielleicht postpandemischen Zeit dort auch Bildungsprozesse mit ehrenamtlicher Hilfe nachzuholen. Aber ich glaube, das, was man in der Flüchtlingszeit gesehen hat, auch in der Flutkatastrophe gesehen hat, der Abruf zivilgesellschaftlichen Engagements auch von politischer Seite, der wurde meines Erachtens auch nicht unbedingt, er wurde eigentlich schon stark verpasst. Ich möchte eine zweite Bemerkung jenseits dieses sozusagen empirischen Befunds machen. Ich glaube natürlich, die Pandemie hat im Sinne eines Katalysators auch auf das bürgerschaftliche Engagement gewirkt. Frau Lieberknecht hat es ja gesagt, auch Edgar Grande, die Digitalisierung hat Einzug gehalten. Natürlich hatten wir in der Zivilgesellschaft, wenn man den breiten Sinn nimmt, immer auch digital affine Organisationen, der Chaos Computer Club sind ja auch Ehrenamtliche oder Wikipedia, also das heißt, es ist ja jetzt nicht Analphabetismus im Sinne des Digitalen, was in der Zivilgesellschaft passiert, aber viele
Organisationen haben natürlich viel nachgeholt. Ob das jetzt die Zoom-Konferenz war, natürlich, was weiß ich, der Kanban-Bot, das agile Arbeiten miteinander. Man kann aber auch hier sagen, es gibt einen gewissen Wermutstropfen, weil, glaube ich, gewisse zivilgesellschaftliche Tugenden an der Stelle etwas in dem Hoppla-Hopp der starken Digitalisierung vernachlässigt wurden. Also beispielsweise der Datenschutz ist natürlich eine Frage, ob ich jetzt mit dem Gesundheitsamt zu tun habe oder eben mit den großen Playern. Ich glaube, da ist einfach ganz viel gemacht worden, ohne auf den Datenschutz wirklich dann auch zu gucken. Es ist auch in Bezug auf die demokratische Beteiligung und auch auf das, wie nehme ich alle mit, vielleicht am Anfang nicht sehr viel Wert gelegt worden. Das muss auch nachgeholt werden. Also auch da, die Digitalisierung ist eingezogen, aber es ist noch nicht am Ende, wenn man sie unter zivilgesellschaftlichen Tugenden der Demokratisierung, der Gerechtigkeit, der sozialen Gerechtigkeit sieht. Ich möchte aber noch einen zweiten Punkt einfach passo toto hervorheben, der mir sehr wichtig ist, wenn man über in Anführungszeichen Katalysatorenwirkungen trifft. Es ist die Frage, wie wird sich der öffentliche Raum verändern? Der ist ja ganz wichtig für die Zivilgesellschaft. Also nehmen wir mal an, wir haben in den letzten 10, 15 Jahren im ländlichen Raum schon eine Entwicklung gehabt, dass Dörfer einen sogenannten Donut-Effekt haben. Also das heißt, an den Rändern wachsen die neuen Siedlungen und die inneren Dorfkerne verwaisen und vereinsamen. Und es könnte jetzt durchaus sein, dass den Städten ähnliche Thematiken blühen. Das ist ja nicht wenige Stadtentwickler reden davon, dass eben beispielsweise durch das stärkere Homeoffice, durch die Frage, Amazon gewinnt gegenüber den lokalen Geschäften, die Frage entsteht, wie werden die Innenstädte in 10 Jahren aussehen? Und vielleicht gibt es da auch eine gewisse Renaissance des öffentlichen Begegnungsraums. Das kann ja auch sein. In den Dörfern haben wir in den letzten 10 Jahren eine Entwicklung gehabt, dass pfiffige Bürgermeister gesagt haben, Bürgermeisterinnen gesagt haben, ja gut, wenn da kein Geschäft mehr da ist, wenn da wenige Leute wohnen, dann machen wir eben da Bürgerhäuser, da machen wir beispielsweise Dorfläden, da bauen wir das alte Wirtshaus zu einer Genossenschaft um und betreiben die in Bürgerhand. Also auch das kann eine Möglichkeit sein. Und wenn man größere Städte sieht, wie Amsterdam, wie Paris, wie auch immer, die gehen jetzt stärker den Weg, den öffentlichen Raum wieder zu sozialisieren, wo er doch ja seit Jahrzehnten eher privatisiert worden sind. Das ist durchaus eine Chance für die Zivilgesellschaft. Den letzten Punkt, den ich noch erwähnen möchte, neben der direkten Frage der Wirkungen und der katalysatorischen Wirkungen der Corona-Krise auf die Zivilgesellschaft und auf das Ehrenamt, das ist sozusagen tatsächlich eine gewisse Spekulation, die sich, glaube ich, heute auch durch den Tag schon in gewisser Weise gezogen hat. Wo geht diese Krise sozusagen gesellschaftlich hin? Wir haben ja natürlich viele Befunde. Der Guardian hat irgendwann mal geschrieben, ich irgendwie ein Kommentar, also wenn man das alles mal zusammenzählt, was da an Visionen in verschiedene Richtungen gedacht wird, man wird ja irre langsam. Am Anfang, was die Zivilgesellschaft betraf, kann ich mich erinnern, da hat der bekannte Zukunftsforscher Matthias Horx mal einen Beitrag geliefert, die Welt nach Corona, und hat da sozusagen so ein rosiges Bild gezeichnet, dass das Bedürfnis des Zusammenhalts stärker wird. Das ist sozusagen wie beim Intervallfasten so ein bisschen darauf ankommt, wir werden Corona als Intervallfasten erleben und danach werden wir uns umarmen und zu einer neuen Sozialität führen. Also mit Verlaub, ich halte das tatsächlich für Sozialromantik. Ich bin da auch so ein bisschen gebrannt, weil ich habe damals bei 2008 bei der Bankenkrise gedacht, da haben viele Kommentatoren gesagt, jetzt hört die Gier in unserer Gesellschaft und des Kapitalismus auf. Und auf dem Fuß folgte nicht nur der Cum-Ex-Skandal, sondern auch gleich der Bitcoin-Hype hinterher. Also das heißt, man kann natürlich sagen, wird Corona die Gesellschaft verändern oder wird sozusagen Business as usual sein? Das ist eine Denkrichtung. Die andere Denkrichtung ist aber trotzdem nochmal, und da möchte ich vielleicht auch so in die Diskussion reinkommen,
Ich glaube, Wolfgang Thierse hat es gleich am Anfang auch so gesagt, wie wird sich das Verhältnis möglicherweise von Staat und Zivilgesellschaft verändern? Der Staat wird eine andere Richtung nehmen. Ich will jetzt gar nicht die Wirtschaft dazu nehmen. Boris Johnson hat ja mal gesagt, dass die Engländer jetzt so gut dastehen käme, durch die Gier des Marktes zustande. Also das nehme ich jetzt mal aus. Aber zwischen Staat und Zivilgesellschaft wird sich eine tektonische Verschiebung ergeben. Das glaube ich ganz sicher. Und ich würde das mal so begründen mit einem Denker, der mir sehr am Herzen liegt, Norbert Elias. Der hat den Prozess der Zivilisation in zwei Bänden beschrieben. In dem ersten Band hat er beschrieben, wie die Menschen sich im Nahbereich verändert haben, beispielsweise durch die Tischsitten, durch die Art, wie sie Schamschwellen anders definieren, den gesellschaftlichen Kontakt stärker auf Distanz nehmen. Und er sagte, auf der anderen Seite hat das zu einem neuen Staatswesen, eines zentralisierten Staats, der eben sozusagen auch mit einer homogenisierten Subjekt, also im Sinn von Französisch, Staatsbürgerschaft, Untertanenschaft rechnen konnte. Und die Frage ist tatsächlich, die sich dort jetzt in Corona-Zeiten für mich stellt, wir haben doch auch, ich meine jetzt heute auch Niederrümelin, obwohl er ja dann gesagt hat Taiwan, aber natürlich haben viele gedacht, ja die autoritären Staaten, möglicherweise wie China, die haben diese Corona-Pandemie anscheinend besser bewältigen können als dieses zivilgesellschaftlich so starke Schweden. Und die Frage, die sich dort ja aufgetan hat, ist die Frage der Steuerungskraft einerseits des Staates. Da haben wir heute ja insgesamt auch wieder öfter darüber auch sinniert. Aber auf der anderen Seite auch einer Zivilgesellschaft, die heute, und da komme ich jetzt wieder auf Edgar Grande, eher das mediale Ansehen sozusagen der Impfprotestler und Corona-Leugner hat. Wenn man jetzt mal auf die 30 Millionen guckt, es gibt ja jetzt den neuen Freiwilligen-Survey, der auch abgerufen hat, wie das Vertrauen der Menschen in die demokratischen Institutionen ist. Da zeigt sich, dass das Vertrauen in die demokratischen Institutionen bei Menschen, die sich gesellschaftlich engagieren, deutlich höher ist als bei denen, die sich nicht engagieren. Also ich glaube, wenn man mal die große, auch in Anführungszeichen schweigende Mehrheit, die jetzt eben nicht auf der Straße ist und Corona-Proteste organisiert, im bürgerschaftlichen Engagement ernst nimmt, da ist das eine große, stabile Kraft. Aber was, glaube ich, deutlich geworden ist, ist möglicherweise, dass wir unser Freiheitsverständnis nochmal anders in der Zivilgesellschaft definieren müssen, als es vielleicht wir in den letzten 10, 20, 30 Jahren im Sinne der neoliberalen, vielleicht auch Revolution gemacht haben. Freiheit sozusagen im Sinne von, ich gehe in einen Supermarkt und wähle da aus verschiedenen Produkten, ja, ich will es jetzt mal so in ein Bild nehmen, sondern vielleicht noch mal stärker auch wieder diese klassischen Freiheitsthemen in der Spannung zwischen Freiheit und Pflicht bei Immanuel Kant oder Freiheit als Einsicht in die Notwendigkeit bei Hegel anschauen. Und ich glaube, da ist jetzt die große Chance einer organisierten Zivilgesellschaft. Denn es handelt sich ja in der Zivilgesellschaft um Menschen, die sich aus freien Stücken für das Gemeinwohl einsetzen. Und ich glaube, ein Staat, der demokratisch weiterleben will, der muss, wie Böckenförde das ja sagt, er lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht schaffen kann, aber er kann sie fördern, er kann Rahmenbedingungen setzen. Und ich glaube, er ist sozusagen auch angesichts der Krise der Zivilgesellschaft, einer individualisierten, freiheitlichen Zivilgesellschaft, einer medialisierten Impf-Corona-Zivilgesellschaft trotzdem aufgefordert zu sagen, das Heilmittel gegen die Krise der Demokratie ist mehr Demokratie und nicht weniger Demokratie. Also er soll sich auch an der Stelle sozusagen trotz allem mit starken sozialstaatlichen Banden, die er natürlich hat, auch am Riemen reißen und einer Zivilgesellschaft das Vertrauen entgegenbringen, die es hat und braucht, damit wir eine stabile Demokratie haben im Sinne einer vorstaatlichen, vorparlamentarischen Demokratie. Denn nur so kann Demokratie weiter existieren. Ich glaube, das wird die Herausforderung der nächsten Jahre sein, die wir nach Corona haben. Soweit, vielen Dank. Herzlichen Dank.
Bevor wir auf diese Grundfragen, die Thomas Röpke jetzt angesprochen hat, kommen und die mich sehr interessieren, will ich Herr Grande doch noch mal zurückfragen bei Ihnen, weil das ja durchaus irritierend ist. Sie haben drittens das empörte Gesicht ja davon gesprochen. Es gibt ein großes Mobilisierungspotenzial. 20-25% der Bevölkerung sind bereit oder haben Sympathie für Proteste etc. Und Sie sagen, da haben dann das kleine Wörtchen Mitte verwendet. Das irritiert mich ein wenig. Nicht überrascht mich, dass dieses Mobilisierungspotenzial nicht durch die Parteien, die demokratischen Parteien, repräsentiert ist, wird. Wie soll das auch sein? Der Protest richtet sich ja gegen Sie, gegen Ihr staatstreues und demokratietreues Verhalten. Mich interessiert, ob Sie bei Ihren Untersuchungen etwas herausgefunden haben über die inneren Motivationen derer, die da auf die Straße gehen. Und wie immer wir sie nennen, Impfskeptiker, Corona-Leugner, Rechtsextremisten, das ist ein ganzes Spektrum. Und Sie sprechen ja auch in der Untersuchung, ich habe sie gelesen, von dem erheblichen Radikalisierungspotenzial. Das ist ja dann doch etwas mehr als sozusagen, dass da Leute mit etwas nicht einverstanden sind, sondern sie haben ja, ich habe das mehrfach heute erwähnt, sie haben eine andere Wirklichkeitswahrnehmung. Sie halten etwas anderes für Fakten. Und das ist ja die eigentliche Herausforderung, weil man sagt, wenn wir uns darüber nicht mal einigen können, wenn wir noch nicht mal wirklich darüber demokratisch debattieren können, wie soll das dann gehen? Wie sollen wir dann die je erreichen und in der Demokratie, in die demokratische Zivilgesellschaft wieder eingemeinden? Herr Grande. Ja, das sind mindestens zwei Fragen und zwei große. Ich will versuchen, auf beide einzugehen, das möglichst kurz. Ich will bei der letzten beginnen, weil ich glaube, das ist ein Stück weit der Schlüssel zum Verständnis der politischen, der gesellschaftspolitischen Problematik, vor der wir stehen. Heute war viel von Risiko die Rede, aber Sie, Herr Thier, Sie haben völlig zu Recht in Ihrer Einführung betont, es geht um Ungewissheit. Es geht um Nichtwissen. Und diese Pandemie war von Beginn an, und sie ist es noch jetzt, in hohem Maße geprägt von Nichtwissen. Auch wenn sie stets von wissenschaftlichen Experten ganz maßgeblich geprägt war. Aber all dem zugrunde liegt ein fundamentales Nichtwissen über Ursachen, Qualität und Folgen dieser Gefährdungen. Das hat eine wichtige Folge. Es führt nämlich dazu, dass etwas entsteht, das man als Erklärungsvakuum bezeichnen könnte. Das betrifft uns alle. Es ist die schlichte Frage, was ist denn da eigentlich los? Und es geht im Kern darum, diese Frage, was ist da denn eigentlich los, zu beantworten. Und dabei kann man eben nur bedingt auf wissenschaftliche Fakten, die sich nur bedingt belastbar erwiesen haben, stützen. Dieses Erklärungsvakuum können Verschwörungstheorien, Mythen, Erzählungen, wie auch immer sehr, sehr wirkungsvoll füllen. Sie sind ein leicht verfügbares und sehr, sehr stark wirkendes Angebot in genau einer solchen Situation. Das erklärt meines Erachtens, weshalb gerade in dieser Pandemie solche Verschwörungserzählungen eine so große Bedeutung bekommen haben. Die gibt es ja schon lange. Und es gibt Situationen, in denen sie größere Bedeutung haben als in anderen. In dieser Pandemie sind die meisten von uns, würde ich vermuten, überrascht worden von der Präsenz und Vehemenz solcher Erzählungen, solcher Erklärungsangebote. Und es ist auffällig, wie weit hinein solche Erklärungsangebote in diesem Bereich des Corona-Protests, dieses Mobilisierungspotenzials reichen.
Und das ist ein Punkt, über den wir uns noch genauer Klarheit verschaffen müssen. Das ist deshalb wichtig, und da komme ich jetzt zum ersten Teil, zur Mitte. Wenn ich einen Mobilisierungsgegenstand habe, der in hohem Maße schon ideologisch aufgeladen ist, wo die politischen Extreme klar und eindeutig stark besetzt sind, dann habe ich eine ganz andere Problemsituation als in einem vorigen Fall, wo ich eine verunsicherte Mitte habe, die misstrauisch ist gegenüber dem, was da geschieht, und die ansprechbar ist über solche, radikalisierbar ist über solche Theorien. In unseren Umfragen haben wir versucht, diese politische Motivlage genauer herauszuarbeiten. Was bewegt diejenigen, die Verständnis für diesen Protest haben, die auf die Straße gehen würden? Und wie ich schon vorhin kurz erwähnt habe, es sind zwei Faktoren, die herausragen. Der eine ist das Misstrauen gegenüber Staat und Regierung. In dem Sinne unterscheidet sich der Corona-Protest wenig von Pegida. Genau die gleiche Motivstruktur. Es kommt im Fall des Corona-Protests hinzu, und es ist der stärkste Faktor, der dann inhaltlich hinzukommt, tatsächlich die Gefährdung der bürgerlichen Freiheitsrechte. Wenn es auf Corona-Demonstrationen darum geht, Frieden und Freiheit zu wahren, dann ist es nicht nur so dahingesagt. Und wenn wir uns heute erinnern an das, was Nida Rümelin heute früh vorgetragen hat und sein Punkt, dass in dieser Pandemie, diese Pandemie tatsächlich in einer Weise bürgerliche Freiheitsrechte eingeschränkt worden sind, wie das noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik der Fall war, dann kommt es auch nicht von ungefähr. Wir haben beides, ein großes Erklärungsvakuum. Und tatsächlich eine einzigartige Gefährdungssituation. Und nicht nur medizinisch, sondern auch politisch. Und beides zusammen produziert eine neue Form von Widerständigkeit, die ich nicht so ohne weiteres aus der Zivilgesellschaft hinaus definieren möchte. Das ist einer der großen Fehler, den wir machen, an den politischen und gesellschaftlichen Rand zu schieben. Da sind sie nicht überwiegend, und da müssen sie nicht unbedingt sein. Da könnte man sich ja beruhigen und sagen, wenn die Grundrechtseinschränkungen wieder aufgehoben werden, gibt es diesen Anlass für Protest und Misstrauen nicht mehr. Und wenn die Pandemie abgeebbt ist, gibt es auch. Im Gegenteil. Meine These ist, das, was wir im Corona-Protest, das, was wir. Ja, ich wollte ja gerade sagen, das wäre ja schön, aber ich glaube nicht daran, dass es so ist. Denn Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, das ist für mich der Punkt. Diesen Protest, dieses empörte Gesicht sucht sich ja auch immer andere Anlässe für Wut, für Empörung, für Misstrauen. Und deswegen muss man fragen, was darunter liegt, unter den jetzigen Anlässen, was also sozusagen die inneren Motive, was da sozusagen passiert ist. Für mich verbindet sich nicht damit die Frage, damit Herr Röpke nochmal mit einbezogen ist, wie kann eigentlich die zivilgesellschaftliche Auseinandersetzung mit diesem bösen Gesicht, also den bösen Gesichtern der Zivilgesellschaft gehen, also den Impfskeptikern, Corona-Leugnern, Rechtsextremisten etc. Denn meine Beobachtung ist, das können viel weniger Politiker, weil da immer nur die Vorwurfsdistanz da ist. Ich kenne das. Na, Sie da oben. Aber von gleich zu gleich, auf der zivilgesellschaftlichen Ebene, von Nachbar zu Nachbar, von Familienmitglied zu Familienmitglied, von Vereinskollege zu Vereinskollege, ist das eine Chance? Passiert das, diese Art von Auseinandersetzung? Oder ist der Zug auch schon durchgefahren und man sagt, es hat gar keinen Zweck, es geht gar nicht, Herr Röpke? Also
Ich würde jetzt mal so sagen, es ist ja jetzt alles zwar jetzt ein neues Thema, aber Phänomene haben wir ja ähnlich beispielsweise in der Flüchtlingszeit ja gehabt. Und wir haben auch das Phänomen, dass Zivilgesellschaft ja auch gegen sozusagen Pegida aufbegehrt hat an den, auf den Straßen, in den Dörfern. Und wir haben das auch, dass sich Gegendemonstrationen gegen Corona-Leugnung zeigen. Ich glaube, jetzt vielleicht nicht so stark wie in der Flüchtlingszeit sozusagen die Gegeninitiative gegen Pegida und Co. Aber sie ist auch da. Was ich auf alle Fälle wichtig finde, ich will das immer an zwei Dingen sehen. Das eine ist, jetzt nochmal in Parenthese zur Flüchtlingszeit. Mir war das, also vielleicht Wolfgang, sagst du jetzt natürlich etwas anders, aber ich glaube, wenn man damals zum Beispiel geguckt hat in Zorneding in Bayern, da wurde ja ein schwarzer Pfarrer angegriffen durch Briefe und da war aber jeder, nicht nur die Kirchengemeinde, sondern der Sportverein und wie auch immer, Trachtenverein, war auf dem Marktplatz gestanden und hat für diesen Pfarrer demonstriert. In Freital in Sachsen, wo vielleicht eine so gewachsene Zivilgesellschaft nicht da war, hat das anders ausgeguckt. Ja. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass der Staat versteht, sozusagen dieses böckenförderische Diktum, er lebt in der Demokratie von Voraussetzungen, die er selber nicht schaffen kann. Das heißt also, wenn ich ein breites Alltagsbewusstsein von Demokratie habe, eine breite Bereitschaft zu sagen, ich gucke nicht nur auf mich, sondern ich gucke auf das Gegenüber und auf die anderen, dann ist sozusagen jetzt, um den Begriff der Resilienz nochmal zu bemühen, Demokratie resilienter. Und das Zweite, was da für mich wichtig ist, ist, dass dieser Zusammenhang im Sinne der politischen Ermöglichung und Förderung auch stärker gesehen wird. Wir hatten in dieser Legislaturperiode zum Beispiel einen Gesetzentwurf, den Frau Giffey eingebracht hat, zur wehrhaften Demokratie. Dieser Gesetzentwurf ist nicht durchgegangen. Er hätte die Möglichkeit gegeben, meines Erachtens, dass man sozusagen bürgerschaftliches Engagement als demokratische sozusagen Aktivität vor Ort unterstützt und fördert, und zwar dauerhaft. Und zwar nicht nur, und das ist mir wichtig, im Sinne einer Radikalisierungsprävention, also dass man sagt, also wir greifen erst da ein, wo sozusagen das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und schauen dann, dass wir da noch ein paar Sozialarbeiter hinbekommen. Ich will das jetzt nicht kleinreden, aber ich glaube, wichtig ist, die Resilienz der Zivilgesellschaft fängt beim Sportverein an, fängt bei der Feuerwehr an und hängt damit auch zusammen, dass eine Feuerwehr, es gibt tolle Programme, wo man sagt, natürlich in der Landfeuerwehr gibt es auch Diskurse nach dem dritten Bier, die sind nicht ganz, also nicht ganz geschmacksneutral, ja. Aber dass man da auch die Feuerwehren fragen nach neuen Mitgliedern, die wissen, wir brauchen Frauen, wir brauchen Menschen aus anderen kulturellen Hintergründen, sonst werden wir als Feuerwehr nicht überleben. Das heißt also, Diversität zu fördern, vor Ort den Meinungsaustausch zu fördern aus den Basisorganisationen der Zivilgesellschaft, das scheint mir eigentlich das Antidot gegen diese Entwicklung. In diesem Sinne, das Böckenförde-Zitat, das meint ja, also von Voraussetzungen, für die der Staat nicht selber sorgen kann. Es ist richtig, dann von Zivilgesellschaft zu reden, aber nicht im Sinne nur von der Organisiertheit, die ja ein Wesenselement von Zivilgesellschaft ist. Es meint ja nicht nur die Anzahl der Bürger, sondern meint auch, und das ist ja das Motivationsgeflecht, also das ideelle Gerüst, oder wie ich immer sage, die fundamentale ethische Gemeinsamkeit dieser Gesellschaft, für die man arbeiten muss, um des demokratischen Staatswillens. Und das scheint mir bezogen auf diese Erfahrung, der Pandemie-Erfahrung und die Spaltungs- und Radikalisierungstendenzen, die darin sichtbar geworden ist, nicht nur verursacht, von besonderer Wichtigkeit zu sein. Und da ist, habe ich fast den Eindruck, also ich bedauere auch, ich finde das fast ein Skandal, dass das Demokratiefördergesetz
nicht durchgegangen ist. Das, in diesem Fall hat es nur die CDU-CSU zunächst verhindert, aus welchen Gründen auch immer. Es lag übrigens nicht an Seehofer. Da muss man ihn ausdrücklich entschuldigen. Er wollte es auch haben am Schluss. Sonst müssen irgendwelche taktischen Zusammenhänge, die ich nicht im Einzelnen kenne. Aber was mich interessiert, wie diese Zivilgesellschaft, und da stimme ich ja Edgar gerade zu, so schwer es einem fällt, also das böse Gesicht gehört zu dieser Zivilgesellschaft, das ist ein Teil von ihr. Ja? Aber wie die miteinander sozusagen die Auseinandersetzung betreiben, und zwar Demokratie fördern. Es gibt ja auch eine Art von Auseinandersetzung, die Demokratie störend, zerstörend ist. Das ist für mich die spannende Frage. Und da ist sozusagen das, wozu ich mich mal geäußert habe mit kuriosen Folgen, die identitätspolitischen Zuspitzungen sind ja nur ein Teil davon, von falschen Frontbildungen. Herr Grande. Ja, ich glaube, genau das ist der Punkt. Man muss ja beides sehen. Zivilgesellschaft hat diese problematische, diese dunkle Seite, die gehört mit dazu. Wobei die Schwierigkeit ja darin besteht, dass wir nicht immer genau unterscheiden können, wer jetzt zu den Guten und wer zu den Bösen gehört. Da muss man ja auch vorsichtig sein. Das andere ist aber, dass die Zivilgesellschaft natürlich auch eine ganz stark integrative Funktion hat, dass sie eben gerade Sportvereine, Kirchen und andere ganz unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, ganz unterschiedliche Meinungen und so weiter zusammenbringt. Das ist ja ihre Stärke. Und dort, wo sie tatsächlich in diesem Sinne integrativ funktioniert. Es gibt unterschiedliche Formen von zivilgesellschaftlichen Assoziationen. Die für unseren Zusammenhang besonders wichtig sind, sind die, die man als Integrierer bezeichnet. Die Verschiedenheit zusammenbringt. Sportvereine sind beispielhaft dafür. Das gilt sowohl für Migranten, aber auch für alles andere. Und deswegen ist das Beispiel der Sportvereine für mich so wichtig. Und deswegen gucke ich damit so große Sorge hin. Nicht nur, weil dann Anlässe fehlen, wie jetzt wie wir unsere Corona-Kilos wieder loswerden im Sport, sondern weil die Integrationskraft der Zivilgesellschaft geschwächt wird. Denn die Stärke der Zivilgesellschaft im Umgang mit solchen neuen problematischen Tendenzen besteht eben meines Erachtens nicht in erster Linie darin, gegen zu mobilisieren. Das mag wichtig sein. Aber das kann natürlich auch Spaltungen verstärken. Das kann natürlich Radikalisierung beschleunigen. Es kann nicht nur die Befunde in der empirischen Forschung zur Wirkung von Gegenmobilisierung sind sehr widersprüchlich. Das ist nicht eindeutig, was genau die bewirken. Deswegen ist für mich diese integrative Funktion von Zivilgesellschaft so wichtig. Und es sind die Organisationen, die als Assoziationen, die Aktivitäten, die genau das bewirken. In unseren Studien zu den Helferinitiativen hat sich immer wieder gezeigt, neben den Initiativen sind die Sportvereine. Erster Linie. Aber deswegen ist der eine Punkt aus meiner Sicht so wichtig. Erstens, wie können wir Formen finden und Foren finden, wo Begegnung wieder stattfindet, wo diese Art von Begegnung stattfindet? Und das Stichwort von der Resozialisierung öffentlichen Raums als Chance halte ich für ganz, ganz wichtig. Ja, ich würde mich gerne in die Debatte einklinken mit einem Thema, das Herr Dr. Röpke vorhin aufgebracht hat. Wenn ich das oder wenn es richtig verstanden wurde, dass dort, wo sich Menschen engagieren, das Vertrauen in die Demokratie stärker ausgeprägt ist als unter jenen, die sich nicht engagieren, dann stellt sich ja die Frage, wie man aus der jetzigen Situation heraus mehr Engagement initiieren kann. Herr Dr. Röpke, Frage an Sie, gibt es da Modelle, Überlegungen, Perspektiven? Was haben Sie für Vorschläge?
Also das, was Edgar Grande ja schon angedeutet hat, ist ganz wichtig, dass es Plattformen gibt, öffentliche Plattformen, dass es, auch wenn der Begriff heute schon ein bisschen despektierlich, Agenturen gibt, wo sich Menschen hinwenden können, wenn sie sich ehrenamtlich engagieren. Wir brauchen eine Wertschätzung fürs bürgerschaftliche Engagement. Da hat sich viel getan. Wie ich angefangen habe, da hieß es noch, wenn du dich engagierst, dann bist du nicht blöd. Also sozusagen, was steckst du da der Zeit rein? Aber heute ist es schon so, dass viele Menschen sagen, ach, du engagierst dich toll, ist ja gut. Also das heißt, es muss zum gesellschaftlichen Ordi werden, dass man sich engagiert und auch sozusagen die gesellschaftliche Wertschätzung dafür muss wichtig sein. Und vor allen Dingen die Priorisierung. Ich will es mal an einem Beispiel sagen. Ich sage Ihnen mal, vor Corona war Fridays for Future sehr stark in unserem auch Bewusstsein. Und zwar hängt das ja nicht nur mit der Bewegung selber zusammen, sondern auch mit der Sympathie, die Gesellschaft ihnen entgegengebracht hat. Also auch der Lehrerschaft, auch der Elternschaft, die gesagt haben, naja, also wenn ihr am Freitag diskutiert, ich bin jetzt mal gespannt, wie jetzt in dieser ganzen Nachholzeit des Stoffs nach Corona jetzt zum Beispiel eine Forderung, ja, gehen wir mal am Freitag demonstrieren, aufgenommen wird, ob da die Eltern sagen, nee, du musst jetzt aber unbedingt deinen Mathekurs machen oder die Lehrer, du musst jetzt erstmal dein Nachholpaket richtig hinkriegen, dann kannst du wieder demonstrieren. Was ich damit sagen will als Bild, wenn es darauf ankommt in unserer Gesellschaft, das ist ja das Problem, dann ist bürgerschaftliches Engagement immer hinten in der Reihe. Und nachdem die bürgerschaftlich Engagierten sich auch oft gern hinten anstellen, ja, in einer gewissen Bescheidenheit kommt man möglicherweise nicht dahin, genau dieses zu sehen, dass die Struktur der Resilienz der Demokratie ja von diesem sehr breiten Engagement abhängt, aber dass der Staat förderliche Rahmenbedingungen setzen muss, um dieses auch stabil zu halten. Dazu gehört eben zum Beispiel dieses Gesetz der Demokratiestärkung. Warum das abgemändelt worden ist, ich verstehe es nicht. Selbst Wolfgang Thierse hat es ja gesagt, selbst Herr Seehofer war ja dafür, welche Hinterzimmerzüge dazu geführt haben, dass das dann von der Agenda weggefallen ist. Wir haben einen Erfolg gehabt, dass es eine deutsche Engagementstiftung gibt. Wir haben dafür gekämpft, dass diese Stiftung da ist und dass die mit 30 Millionen ausgestattet wird. Aber für die Förderung der Zivilgesellschaft vor Ort, was macht man jetzt? Jetzt stellt man 100 Menschen an in Neustrelitz, die dann an Telefonen warten. Ich bin da jetzt ein bisschen emotional und warten, bis die Zivilgesellschaft anruft als Servicestelle. Aber die Förderung vor Ort, die dauerhafte Struktur, die vor Ort gegeben sein muss, damit Ehrenamt blüht, das ist meines Erachtens staatliche Förderaufgabe. Und da würde ich mir sehr hoffen, dass sich da was tut in der nächsten Zeit. Ich habe noch eine zweite Frage, die richte ich mal an Professor Grande. Wir haben ja über die schwindende Bindekraft von Institutionen schon gehört, Parteien, Gewerkschaften, die Kirchen. Was bedeutet jetzt Corona für diese Entwicklung? Eine Verstärkung? Wie können sich, wir haben vorhin über die Kirchen gesprochen, würde mich noch Ihre Einschätzung interessieren, wo finden die Kirchen vielleicht eine Möglichkeit, womöglich gestärkt aus der Krise hervorzugehen? Oder ist das eher eine Illusion? Und man muss sagen, die Kirche, wie Herr Kopp hat in bestimmten Bereichen ihre Stärke, die wird sie behalten und da wird sie auch stärker in dieser persönlichen 1:1 Begegnung. Aber im gesellschaftlichen, in der öffentlichen Wahrnehmung, da wird sie eher abnehmen. Wie ist da Ihr Eindruck? Na, die Kirchen sind ein gutes Beispiel und die letzte Diskussion zwischen Frau Lieberknecht und Herrn Kopp war in der Hinsicht sehr, sehr instruktiv in meinen Augen. Der Bedeutungsverlust von formalen Organisationen, der scheint mir offensichtlich und irreversibel zu sein. Das ist das eine.
dass bestimmten Institutionen, staatlichen Institutionen, aber auch teilweise nicht staatlichen, immer weniger Vertrauen entgegengebracht wird. Hier ist ein zweites Faktum, wo ich auch den Eindruck habe, da zeigen sich auch bestimmte Stärken und Schwächen der Art und Weise, wie mit dieser Pandemie umgegangen wird. Beides. Zum einen, nur ganz kurz, ich glaube, das, was Bischof Kopp als Perspektive entwickelt hat, scheint mir eine sehr plausible Antwort zu sein. Ich sage nicht die einzige, aber eine sehr plausible Antwort zu sein auf die erste dieser Herausforderungen. Also neue Wege zu finden, wie man Mitglieder erreicht, wie man sie einbindet, wie man sie aktiviert und so weiter und so fort. Also Informalisierung als Chance zu begreifen und nicht nur als Problem. Das schließt ein, niedrigschwellige Angebote für Engagement und so weiter und so fort. Der zweite Punkt ist natürlich ein sehr viel grundsätzlicherer. Wie kann man Vertrauen schaffen und wie kann man verlorenes Vertrauen zurückgewinnen? Wir hatten ja in der Pandemie, man muss ja sehen, dass die empirischen Befunde vor der Pandemie einen starken Vertrauensverlust des Staates und einiger der staatlichen Schlüsselinstitutionen gezeigt haben. Vor dem Hintergrund war es zunächst mal sehr überraschend, aber positiv überraschend, wie viel Vertrauen die Bürger der Politik und der Regierung entgegengebracht haben. Und es ist dann aber gleichzeitig wieder offensichtlich gewesen, dass dieses Vertrauen, genauso wie die Unterstützung für bestimmte Parteien in der Zeit, dass dieses Vertrauen abhängig war von Bedingungen. Bedingungen, die nicht ausreichend berücksichtigt worden sind. In meinem Verständnis, und da kommt jetzt die Zivilgesellschaft ins Spiel, in meinem Verständnis lag eines der Probleme auch daran, dass die Corona-Politik im Wesentlichen auf etwas gesetzt hat, was ich als einen bürokratisch-technokratischen Politikansatz bezeichnen möchte. Einen Politikansatz, in dem die Potenziale der Zivilgesellschaft, der Punkt von Thomas Röpke ist richtig und wichtig, in dem die Potenziale der Zivilgesellschaft nicht abgerufen wurden. Diese Potenziale waren natürlich ein Stück weit begrenzt durch die Maßnahmen, aber das heißt nicht, dass es nicht Potenziale gegeben hätte, sowohl bei der konkreten Umsetzung von Maßnahmen, bei der Mobilisierung von Unterstützung und so weiter. Zivilgesellschaft, anders als in dem von mir eingangs zitierten Strategiepapier noch vorausgesetzt, ist Zivilgesellschaft an keiner Stelle systematisch in diese Politik einbezogen worden. Diese Politik ist von Beginn an von oben, vom Staat her gedacht und konzipiert worden und mit allen Mängeln, wenn man so will, von staatlichen Politiken dann auch umgesetzt worden. Und das ist der Punkt, insofern unterschreibe ich dieses Zitat. Diese Pandemie ist in vielerlei Hinsicht richtungsweisend für das Verhältnis von Staat und Gesellschaft, von Staat und Zivilgesellschaft. Und wenn wir eine Lehre aus dem, was wir erlebt haben, ziehen, dann muss es die sein. Dieses Verhältnis, so wie es in den ersten 16, 18 Monaten der Pandemie praktiziert worden ist, ist nicht zukunftsweisend. Ein solcher Politikansatz ist im 21. Jahrhundert nicht zukunftsweisend. Und eine der Hauptaufgaben, dann auch an die organisierte Zivilgesellschaft selbst, wird sein müssen, in den kommenden Monaten und Jahren systematisch auch auszuwerten und zu erfassen, wo liegen die Potenziale der Zivilgesellschaft und wie kann man diese Potenziale systematisch nutzen und einbeziehen. Das ist ein Auftrag für weiteres Nachdenken und weiteres Diskutieren, ein wichtiges Thema. Ich habe ja davon gesprochen, dass die Pandemie unsere Solidaritätsbedürftigkeit
neu uns zu Bewusstsein gebracht hat. Und habe dann als nächstes gesagt, auch die Staatsbedürftigkeit im Sinne der öffentlichen Güter, im Sinne des funktionierenden Sozialstaates, eines funktionierenden Gesundheitssystems und so weiter. Das ist, glaube ich, unbestritten. Aber es gehört auch dazu, da hat Thomas Röttge darauf hingewiesen und Sie auch, dass man genau so über die Zivilgesellschaft reden muss. Oder ich sagen kann, es gibt die Alternative, Maßnahmen durchzusetzen, im Sinne eines autoritativ durchzusetzen oder in der Diskussion auf die vernünftige Einsicht des freien Bürgers zu setzen und mit ihr zu rechnen und sie zu aktivieren, sozusagen als das, was die Zivilgesellschaft ideell und politisch-moralisch trägt. Das wären beide Seiten sozusagen was aus Solidaritätsbedürftigkeit folgen muss. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen beiden, bei euch beiden. Herzlichen Dank für die Diskussion und das ist sehr anregend, auch der Stoff für weitere Debatten und weiteres Nachdenken. Wir machen jetzt die üblichen 15 Minuten Pause und dann kommt die letzte Runde mit den MDBs als Abschluss unseres heutigen Tages. Und vielleicht schaffen wir es dann auch noch, das ist mein Ziel, um 18 Uhr pünktlich fertig zu sein, damit wir auch nicht eine Sekunde des Fußballspiels verpassen. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.